Wann Weihnachten ist, das weiß nun wirklich jeder. Aber was genau feiern wir da nochmal? Schauen Sie mal. Warum feiern wir nochmal? Das weiß ich auch nicht. Da bin ich, nee, sowas, ich, geschichtlich bin ich raus, kann ich nicht sagen. Jesus wurde geboren von der, wie war das, Maria? Oder war das Eva Maria? Ich weiß gar nicht mehr, wer ist denn die Mama von ihm? Weißt du, die drei heiligen Könige haben ihn auf jeden Fall gebracht, Leute, ne, wie ihr das hier seht. Und, wie bitte? Die haben ihn gebracht, natürlich. Why? I don't know, just for party, food, eat, like celebration. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? Nee, danke. Ich weiß es nicht. Das ist ja. Ich komme nicht aus Hamburg. Familie kommt zusammen, Freude, alles drumherum, Weihnachtsmarkt. Warum? Ja, wie Sie das sagen. Ja, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Ja, weil das so ist, oder? Weil das so ist, ja. Und freie Tage. Bin ich heute gar nicht darauf vorbereitet, um Ihnen das zu beantworten. Weil es Tradition ist. Weil ich so gelernt habe, macht man schon immer so. Jesus Christus geboren wurde. Ich weiß es nicht. Mein Gott, können wir nicht was über Ostern reden? Wie war es denn mit Ostern? Ostern war schön. Eier waren lecker und sonst. Das war's. Tschüss. Und da frage ich mich, wieso machen wir uns in unserem Leben, in unserer Auffassung, in unserer Moral und Ethik abhängig von derartigen Kalender, wie nennt man das Ding hier, Abschnitten? Ja, in erster Linie natürlich eigentlich, um die Geburt Jesu zu feiern, aber ich glaube, mittlerweile geht es echt nur noch um Konsum und so. Aber du glaubst nicht dran, dass es stimmt, also mit Jesu Geburt und so? Also wenn mir jemand Fakten auf den Tisch legt, glaube ich's. Aber ich bin eher skeptisch. Ich kenne mich jetzt damit nicht so ganz genau aus, ne? Ich glaube, wir feiern das Gefühl einfach. War das noch Josef? Die sind in den Stall gekommen, also gewandert, sind in den Stall rein und haben dort das Kind im Stall geboren. Also dann die Ankündigung durch die Engel auf die Hirten. Die Hirten waren dann halt eben die Ersten, die in der Höhle bzw. in der Behausung von Jesus Christus aufgetreten waren mit ihren Lämmern. Wer ist der Vater? Oder? Maria. Und Josef ist ja das Kind. Aber der Vater, das weiß ich nicht. Von Josef ja nicht geschwängert, sondern halt eben, das war ja, sie hat ja als Jungfrau Jesus Christus geboren. Warum feiern wir Weihnachten? Weil da Gott am 24. geboren ist. Maria und, wie ist Anne? Josef war ja, die haben sich gepaart und dann kam da Jesus raus. Christus ist auferstanden. Jesus ist geboren, Christus ist auferstanden. Ja. Jesus und Christus, wissen Sie, was später aus den beiden geworden ist? Ja, die haben sie gekreuzigt in allen, ja. Da wurde also Weihnachten gekreuzigt. Würde ich mir jetzt richtig erinnert haben, richtig, würde ich sagen. Die einfache Frage demnach, wann wurde Jesus geboren? In welchem Jahr war das? 1800. Vor Christus oder nach Christus? Vor. Das war 500 oder 600 oder 1000 oder so, ich habe keine Ahnung. Das ist schon ein bisschen länger her, ja. 1800 noch was, so 1870 rum? Näher um 1800 rum, ja. Vor oder nach Christus? Naja, das muss ja denn, Christus, ja. Na? Vor Christus geht ja nicht. Geht ja nicht, nee. Also 1800 nach Christus. Nee, die geht ja endlich dann auch nicht. Oh je, oh je. Neues Thema, die Heiligen Drei Könige. Ihr Feiertag ist eigentlich der 6. Januar. Aber im Rahmen der Weihnachtsgeschichte spielen auch sie eine Rolle. Ihre Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. Sie ziehen los, um dem neugeborenen Jesuskind Geschenke zu bringen. Kennt man doch, oder? Jasper. Melchior und. Aber nicht genau. Benedikt, ja. Und. Balthasar, Baldrian und. Wer ist denn der dritte? Balthasar, Baldrian und. Nein, Balthasar. Das ist so jetzt ganz grob die Weihnachtsgeschichte. An irgendwas muss man ja glauben, ne?